Ja, der ETF-Boom ist ungebrochen und gefühlt kommt jeden Tag ein neuer ETF auf den Markt. Über 7.500 ETFs gibt es mittlerweile. Und da wird die Wahl für viele zur Qual. Wie du den richtigen ETF für dich findest, woran du dich orientieren kannst und was dir dabei hilft, das zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Ja, hallo, ich bin der Kai. Schön, dass du auch in diesem Video wieder dabei bist. Und heute dreht sich nochmal alles um das Thema ETF, Exchange Traded Fonds. Wenn du nicht weißt, was ETFs sind, dazu habe ich ein Video gedreht, ein ausführliches. ETFs sind Indexfonds und mittlerweile die beliebteste Art, in Fonds zu sparen. Über 7,7 Billionen Dollar fließen weltweit mittlerweile oder liegen in ETFs. Und der Trend ist wirklich ungebrochen. Das Medium ETF, das Anlagemedium ETF, jagt einen Rekord nach dem anderen. Und mittlerweile sind sogar etablierte Banken und Sparkassen auf den Trend aufgesprungen und bieten ihren Kunden, oh Wunder, ETFs an. Warum? Nun, die Idee ist über 40 Jahre alt. Jack Bogle, der Gründer von Vanguard, hatte die Idee, passiv zu investieren. Also einfach in Anführungsstrichen nur einen Index abzubilden. Und der Vanguard-Effekt, der zeigt, dass je mehr Geld angelegt wird, desto mehr kann so ein ETF-Anbieter skalieren und die Kosten nach unten senken. Also du hast eine sehr breit gefächerte Anlageform, du musst keinem Börsenguru hinterherlaufen und die Kosten sind super gering. 0,1% gibt es ETFs schon. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Auf diesen Zug und auf diesen Trend wollen immer mehr Anbieter aufspringen. Aber wie findest du jetzt den für dich passenden ETF? Ja, und diese Frage, wie finde ich den für mich passenden ETF, die wird mir immer wieder gestellt. Und aus diesem Grund habe ich einen ETF-Wegweiser entwickelt. Du kannst dir den Wegweiser kostenlos herunterladen. Ich habe unter dem Video einen Link platziert. Und ich schaue mal mit dir so ein bisschen in den Wegweiser rein. Also der Wegweiser erklärt erst nochmal die Geschichte des ETFs, damit du so ein bisschen verstehst, was ist da eigentlich hinter? Warum ist das entwickelt worden? Wer hat das entwickelt? Was sind die Vorteile von ETFs? Das wird da alles zusammengeführt. Und dann findest du Kriterien, anhand denen du auswählen kannst, wie du den passenden ETF für dich persönlich findest. Ja, jeder ETF bildet einen Index nach, aber das kann der ETF-Anbieter auf zwei verschiedene Weisen machen. Er kann es einmal physisch oder sogenannt synthetisch machen. Und das ist der erste Unterschied, über den du dir im Klaren werden musst und wo du für dich eine Auswahl treffen solltest. Ja, kurz angerissen, was ist der Unterschied? Ein physischer ETF macht eigentlich genau das, was ich von einem ETF erwarte. Er kauft genau die Aktien, die auch in dem Index drin sind, und zwar 1:1. Das nennt man voll repliziert. Und ein synthetischer ETF, nun, der kauft diese Aktien nicht, sondern er nutzt Derivate, das ist ein anderes Tool, um solche Wert zu kaufen. Und darin unterscheiden sich ETFs schon mal. Und in dem Wegweiser zeige ich dir genau, wo die Risiken liegen und wie die unterschiedlichen Kostenstrukturen sind. Ja, der zweite Faktor, worauf du achten solltest, ist die Größe des Anbieters. Also wie groß ist der Anbieter? Vanguard, die Vanguard Group, der Erfinder der ETF-Idee, ist heute die Nummer 2. iShares gehört zu BlackRock, ist mittlerweile die Nummer 1 weltweit, was das Angebot von ETFs angeht. Und das ist das nächste Auswahlkriterium. Je größer der Anbieter ist, desto größer ist auch die Marktmacht und desto größer ist auch ja, das Volumen und die Sicherheit für dich, dass dieser Anbieter wirklich sehr solide darstellt. Junge Anbieter, schnelle Anbieter, wo kleinere Fonds hinter sind, die verschwinden auch mal wieder vom Markt. Und da hast du ein gewisses Risiko, dass es den Anbieter in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr gibt. Erst als drittes Kriterium solltest du dir die Kosten anschauen. Die Kosten bei ETFs gleichen sich sehr, sehr oft, also sind sehr nah beieinander. Da sind wir im 0,-Bereich unterwegs. Und wenn die beiden ersten Kriterien erfüllt sind, dann erst solltest du dir die Kostenstruktur des ETFs genauer anschauen. Aber das sollte nicht das erste Entscheidungsmerkmal sein, warum du einen ETF auswählst. Dann als viertes solltest du die Liquidität des ETFs und des ETF-Anbieters anschauen. Wie ist das in Stresssituationen wie jetzt in der Pandemie, als auf einmal das Coronavirus die Welt beherrscht hat? Könnte der ETF liquidiert werden? Könntest du dann ganz schnell von jetzt auf gleich auch wirklich an dein Geld kommen?
Das kannst du dir in den Berichten der ETFs anschauen und das ist das nächste Kriterium, was du anlegen solltest bei deiner Auswahl für deinen ETF. Der fünfte Punkt, auf den du achten solltest, ist die steuerliche Behandlung des ETFs. Das heißt, ist es ein thesaurierender ETF, der die Erträge wieder anlegt? Wie wird das gehandhabt? Oder in welchem Land ist die Emission des ETFs? Wie werden da die Quellsteuern behandelt etc.? Gibt es da Vorteile? Und natürlich auch, in welchen Mantel legst du den ETF? In ein normales Depot oder vielleicht besser in eine Nettopolice, um da auch die Steuervorteile für dich voll nutzen zu können. Also, die steuerlichen Gegebenheiten ist das fünfte Kriterium, wie du einen ETF auswählen solltest. Ja, das ist so eine ganz einfache Richtschnur mit fünf Kriterien, wie du deinen ETF auswählen kannst und wie du dann dein Portfolio zusammenstellst, wie du deine Vermögensaufteilung optimierst. Das findest du, wie gesagt, alles im ETF Wegweiser, wo das Ganze nochmal ganz in Ruhe dargestellt wird zum Nachlesen. Also insofern lad ihn dir runter. Und solltest du Fragen zum Thema ETF haben und sagen, Mensch, das ist ein Thema, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, dann möchte ich dir zwei Videos ans Herz legen. Einmal natürlich das Video, was ist überhaupt ein ETF, wo das Ganze nochmal vom Grundsatz her erklärt wird. Und das zweite Video, das sind die fünf Vorteile von ETFs. Da gehe ich nochmal ganz explizit auf die Vorteile dieser Investmentstrategie oder Lösung ein, sodass du so ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen kannst, wenn das für dich ein neues Thema ist. Ja, das war es auch schon für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich super über einen Daumen hoch. Das ist so der Applaus hier auf YouTube. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann abonniere doch am besten meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Ein bis zweimal die Woche bringe ich ein neues Video raus. Und wenn du die Glocke aktiviert hast, dann wirst du immer informiert, wenn ein neues Video on air geht. In diesem Sinne freue ich mich darauf, dich wiederzusehen und sage einfach mal bis bald.